Hallo, hier ist Eva aus dem Garten mit dem Thema, wie kommst du in deine Kraft? Und es ist eigentlich ganz einfach. Du kommst in deine Kraft, wenn du aus tiefstem Herzen annimmst, da wo du gerade bist, in welcher Situation du gerade bist, mit wem du gerade bist, anstatt ständig nach links und rechts zu schielen und dich mit anderen zu vergleichen und dich zu träumen, in Fantasiewelten, wo du in einer anderen Situation bist, mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau, in einem anderen Job, mit anderen Aufgaben. Das alles führt zu nichts und nimmt dir eher Kraft, weil es eine Flucht ist und daher zum Scheitern verurteilt ist, verwirklicht zu werden. Es geht darum zu erkennen, dass du dir eine Situation gerade konstruiert hast durch alle Umstände, die dich umgeben, um etwas zu lernen, um etwas in dir zu entdecken und zu entfachen. Sei es eine Charaktereigenschaft, sei es eine Fähigkeit. Und alles rumjammern und fantasieren nach dem Motto, du hast ja eigentlich was Besseres verdient und irgendjemand ist schuld daran, dass du jetzt in so einem unkommoden Verhältnis bist. Das ist alles Quatsch. Du hast überhaupt nichts Besseres verdient, zumindest jetzt gerade noch nicht, bevor du das, wo du jetzt gerade bist, angenommen hast. Und gerade uns Frauen fällt es vielleicht schwer, in diesem Zusammenhang auch zu akzeptieren, dass wir eben Frau sind und kein Mann, und aufzuhören und ständig mit den Männern zu vergleichen oder zu wetteifern und zu wettstreiten, besser sein zu wollen. Und diese ganzen Eigenschaften einer Frau, die ja in der emanzipatorischen Bewegung so in Verruf geraten sind, zu leben. Das, was vielleicht eher etwas mit einer Passivität vordergründig zu tun hat, mit einem Empfangen, mit Hingabe, mit dem Mann, der dir gerade gegenüber ist, auch zu ehren, zu wertschätzen und aufzuhören damit, ja, mit ihm zu kämpfen, ihm zu beweisen, dass du es besser weißt, dass du alles besser kannst. Und selbst wenn das ja so ist, ne, dass die Frauen ja immer als die weiseren und fähigeren und langlebigeren bezeichnet werden, ist das erst dran, wenn du dich als Frau erstmal auch kennengelernt hast und alle Situationen, jede Situation, in der du bist, dient dazu, dich näher kennenzulernen. Und daher ist es weise, diese auch erstmal anzunehmen und nicht schon in der Zukunft zu sein oder in irgendwelchen Parallelwelten, die nicht gerade mit all deinen Sinnen erfahren werden kann. Denn darin liegt der Frieden, darin liegt das Glück, so schlimm es dir auch erstmal erscheinen möchte, wo du gerade bist. So viel dazu. Ich freue mich, wenn es dir eine Inspiration ist auf deinem Weg, wo du gerade bist, und freue mich auch über Ergänzungen, Kommentare zu diesem Thema. Alles Liebe. Tschüss.